Nach der Plünderung Babylons durch die Hethiter geriet die Stadt unter die Herrschaft der Kassiten, die die Stadt für nahezu 500 Jahre kontrollierten. Die Herrschaft der Kassiten ist jedoch durch das Eindringen der Elamiter und Assyrer in Gefahr. Eine weitere elamische Armee stößt in diesem Moment vor und marschiert auf Babylon zu. Falls die Stadt nicht gehalten werden kann, retten Sie, was Sie können. Ziehen Sie sich flussabwärts zurück und bauen Sie eine neue Armee auf. Wenn Sie sich vorbereitet haben, erobern Sie die Stadt Babylon zurück und vernichten Sie die elamischen Eindringlinge. So, und damit herzlich willkommen zurück bei Age of Empires in der Kampagne Die Stimmen von Babylon. Unser Ziel ist, die Elamiten zu vernichten. Soweit so einfach. Hinweise, Flucht könnte die einzige Lösung sein. Im Osten finden sie die benötigten Ressourcen für eine siegreiche Rückkehr in die Stadt. Also nach Osten fliehen, es sei denn, wir schaffen es irgendwie, die Stadt zu halten. Was gibt's denn zur Geschichte? Obwohl der Anfang der kassitischen Herrschaft über Babylon nicht datiert werden kann, ist bekannt, dass ihr König Agum II. Über Gebiete des westlichen Iran und über den mittleren Teil des Euphrattals herrschte. In der Übergangszeit herrschten einheimische babylonische Prinzen weiterhin im südlichen Teil von Babylon, bis der kassitische König Ulamburiash diese Region um 1450 vor Christus letztlich annektierte. Die kassitischen Herrscher hatten starke internationale Ambitionen und bauten diplomatische Verbindungen mit Ägypten auf, um Edelsteine gegen Gold zu handeln und um königliche Hochzeiten zu arrangieren. Ihre Ambitionen brachten sie jedoch in Konflikt mit den Assyrern und so verbündeten sie sich mit den Hethitern, um die schnelle Expansion der Assyrer aufzuhalten. Während der Herrschaft von Kashtiliash IV. Im 13. Jahrhundert vor Christus führte Babylon einen zerstörerischen Krieg an zwei Fronten gegen die Assyrer und Elamiten, was zur katastrophalen Invasion und zur Zerstörung Babylons durch den assyrischen König Tukulti-Ninurta I im Jahr 1225 vor Christus führte. Ihre hethitischen Verbündeten erlitten eine ähnliche Niederlage, die zum Verlust von hethitischem Gebiet in Asia Minor und im vorderen Orient an die Assyrier führte. Nach diesem Desaster erholten sich die Babylonier langsam und erfuhren in den darauffolgenden Jahren noch eine Periode des Wachstums und des Friedens. Als jedoch ein weiterer Krieg mit Elam im Jahr 1185 vor Christus ausbrach, wurde die kassitische Dynastie für immer zerschmettert und durch eine einheimische Dynastie aus dem Stadtstaat Isin ersetzt. Also, dann gucken wir mal, was uns erwartet. Wir haben ein Schiff, ein paar Dorfbewohner, wir sollen in den Osten fliehen. Ja, die Flucht könnte die einzige Möglichkeit sein. Was macht ihr da? Sollt da rein. Alamas. 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 Nach Osten. Also dahin. Alamas. Zwei Bogenschützen und ein Dorfbewohner haben es nicht reingeschafft. Oh, scheiße. Ich muss mich echt beeilen. Zurück, zurück, zurück. Rein da und ihr baut ein Dorfzentrum. Hier oben hin. Was für Deppen. Na, immerhin habe ich meinen Dorfbewohner gerettet. Oh, hier ist richtig viel Nahrung. Dann will ich, dass du erstmal Häuser baust. Hier hin. Wir werden am Anfang nur Nahrung brauchen. 10 Dorfbewohner direkt mal. Der wird da unten ja noch ein Weilchen beschäftigt sein.
und scheinbar stirbt ein Kompositbogenschütze richtig easy gegen einen Löwen. Gut zu wissen. So, wir sind in der Eisenzeit. Ich brauche Holz. Du gehst jetzt auch mal mit Holz fällen. Ich baue da später eine Lagergrube auf jeden Fall hin. Es wäre schöner gewesen, wenn ich alles gerettet hätte retten können. Okay, ich kann hier eine richtig gute Lagergrube hinbauen für 120. Dann habe ich Holz, Steine und Gold, alles durch eine einzige Lagergrube. Lagergrube. So. Okay. Soweit so gut. Die letzten anderen beiden gehen Gold abbauen. Das werden wir brauchen. Und ich entwickle auch schon mal direkt Langschwertkämpfer. Der kann da oben noch Holz sammeln gehen. Ich schicke sogar zwei schon direkt nach da oben. Ja, ja, ihr seid hier alle am Angreifen. Und der eine Turm wehrt sich aber gut. Der hat hier echt reingehauen. Ja, da ist ein Schiff. Oh, das heißt, ich muss relativ fix einen Hafen bauen. Und ein Türmchen auch noch. Zwei Dorfbewohner hätte ich gerne noch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 von denen. Und dann will ich, glaube ich, sogar noch einen Dorfbewohner zum Bauen. Ich brauche eine einen Kornspeicher. Baue ich hier hin ungefähr. Also du baust mir noch einen Turm. Ich habe nicht genug Steine für noch einen Turm. Ihr drei geht erstmal da oben den Löwen killen. Und ich brauche ein Regierungsgebäude. Das ist ein Weltwunder. Regierungsgebäude da. Ich brauche ein Regierungsgebäude und einen Tempel. 1, 2, 3. Okay, zwei Feuertriremen. Die sollten erstmal die ganzen Schiffe zerstören. Türme upgraden ist auch eine gute Idee. So. Das läuft doch soweit. Ganz okay. So, ich brauche Fanatismus. Okay, dass die halb so viel kosten, habe ich schon. Den Löwen bitte auch noch töten. Hier oben weiter Holz abbauen gehen. Metallurgie plus 3 Angriffsstärke für Nahkampfeinheiten. Eine sehr gute Sache. Und ich habe irgendwo noch einen. Boah, der hat hier. Die haben übertrieben viele Dorfbewohner gekillt. Ach, das Katapult hat da einmal hingeballert. Können die nicht aufhören, immer meine Dorfbewohner anzugreifen? Der eine Turm steht einfach immer noch. Ist das witzig.
So. Einen Marktplatz bräuchte ich noch. Müssen ja hier schnell machen. Marktplatz, Marktplatz, Marktplatz. Da ist Marktplatz. Eine Bogenschießanlage hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne. So. Gerade relativ ungeschützt noch. Schnelleres Holz abbauen, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Du gehst auch direkt da helfen. Und hier können wir ja nicht gut angegriffen werden, da habe ich ja zugebaut. Einen Kompositbogenschützen gönne ich mir dann zum Erkunden und wir entwickeln Legion 1400. Ach ja, das ist ja unfassbar teuer gewesen. Zack. So, einmal die Fischerboote kaputt machen. Mehr Felder bauen. Hier oben baue ich noch einen Turm hin. Ich könnte die auch noch upgraden, dass ich die Ultratürme kriege. Dafür brauche ich Ballistik. So, also das läuft gerade richtig gut. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das gerade echt angenehm schnell läuft. Wahrscheinlich, weil wir schon so früh in der Zeit sind und direkt eine richtig fette Produktion haben. Okay. Wir sind auf jeden Fall in die Richtung hier von einem Wald recht gut geschützt. Das Regierungsgebäude. Zenturi brauchen wir nicht. Belagerungswaffen brauchen wir nicht. Alchemie entwickle ich noch, dann reiße ich das Gebäude an und erkunde mal, was dahinter ist. Ihr guckt mal hier oben noch zu Ende. Okay, wenn ich da oben noch ein paar Türmchen hinbaue, dann bin ich ganz gut geschützt. Die laden immer noch genau alles immer an derselben Stelle aus. So, hier. Geschützturm. 1800 Nahrung. Okay. Alchemie warte ich aber noch ab. Macht genau was. Schaden durch Projektile und Fernkampfeinheiten und Feuergaleeren wird erholt. Sorgt halt dafür, dass man mehr Feuer-Damage macht. So, ihr drei. Ihr baut eine Lagergrube dahin und ich muss da oben das Holz weghauen. Braucht den Platz. Ihr seid hier fertig, also baut jetzt da oben eine Lagergrube hin und holt euch das Gold. Das ist fertig. Also kann ich hier durchgehen. Diesen komischen Löwen da oben töten. Was ist denn hier hinten noch? Nix. Ah, okay. Dann kann ich mich eigentlich recht gut verteidigen, wenn ich jetzt hier oben noch einen Turm baue und dann da und da unten. Dann bin ich eigentlich von überall geschützt. Und der... Der Turm steht immer noch. Er kriegt ihn einfach nicht tot. Bin ich eigentlich... Ich bin auf... Warum bin ich auf neutral? Der hat vergessen, seine Einheiten auszuladen. Naja, 10 Einheiten von ihm hinüber. Schweres Transportschiff werden wir auch auf jeden Fall benötigen. So... Bitte noch einen Turm dahin. Die Felder upgraden.
Und dann fange ich an, hier Felder zu bauen. Ich muss auf jeden Fall meine Nahrungsproduktion noch deutlich höher schrauben. Deswegen gehst du einen Kornspeicher noch. Erstmal hätte ich gerne, hier oben noch eine Lagergrube hingesetzt. Ein bisschen näher dran. Guck mal, wenn ich auf feindlich gestellt habe, dann sterben die Einheiten auch direkt. Du gehst das Schiff reparieren. So. Ein paar Centurios haben wir ja. Hier will ich noch einen Kornspeicher hinbauen für ein paar mehr Felder. Kornspeicher. Da kann ich keins bauen, aber ansonsten kann ich hier ganz gut drumherum bauen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 bauen Holz ab. Sobald die beiden Goldabbauer werden, dann auch noch Nahrungsabbauer, wenn sie fertig sind. Im Prinzip das Einzige, worauf ich jetzt noch warte, ist Legion zu entwickeln und dann können wir auch schon zum Angriff übergehen. Geschütztürme werde ich nicht brauchen. Da unten könnte ich noch einen Turm hinsetzen. Oder bauen wir hier unten noch einen Turm hin. Zweite, dritte Feuergaleere ist, glaube ich, auch recht praktisch. Es lebt der Turm lebt immer noch. Dass der sein Katapult in die Nähe geschickt hat, das war so dumm und so gut für mich. Weil ich jetzt unendlich Zeit habe. So. 1400 Nahrung haben wir fast. Komm. 100 noch. Du kannst ja auch noch ein Feld bauen. Zack, Centurio. Ach, Centurio Legion. Der greift aber auch mit irgendwelchen Axtkämpfern an. Der hat keine Ressourcen. Der Typ. So, jetzt ist die Frage, welche Bogenschützen ich nehme. Komposit oder Beritten? Ich glaube, ich nehme sogar die Berittenen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, also 3 brauche ich noch. Ich mache mir mal einen Priester, der die voll heilt. Die 3 lasse ich hier zur Verteidigung. Zwei Häuser könnte ich auch noch vertragen, dann müssten wir auf dem Maximum sein. Was machen meine Schiffe hier? Ich kann die ein bisschen nerven. Die Reichweite dieser Dinger ist natürlich mehr als nur gering. Hier, komm. Vielleicht kriegen wir den Turm ja kaputt. Oh, der geht ja richtig gut kaputt. Oh, warte, den Hafen möchte ich nicht kaputt machen. Stellt euch dann dahin. Und dann kann ich mir ein bisschen Gold snacken eigentlich. Mit zwei Handelsschiffen. Eins, zwei, drei. Dann brauche ich noch ein... Oh, fuck. Brauche ich noch ein Transportschiff.
Sollte allerdings nicht meine Handelsschiffe dafür wegschicken. Wie viel kriege ich davon? 7 von 20. Naja, gut, gibt Besseres. Aber das kann ja, konnte ja keiner ahnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ein weiteres Transportschiff. So, dann habe ich eine Armee von 20 Einheiten. Das sollte eigentlich reichen. Ein Haus brauchen wir noch. Okay, ihr geht hierhin zurück. Jetzt die mal voll heilen. Der Turm steht immer noch. Das ist so dumm. Also ich muss sagen, die Kampagne war jetzt echt wenig problematisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich glaube, ich lade die dann sogar direkt bei denen aus, oder? So, 10 Legionäre. Könntet ihr aufhören, ineinander festzuhängen? Oh, die können sich nicht mehr bewegen. Toll, jetzt muss ich Ressourcen verschwenden, deswegen. Die sind wegen der Bogenschützen, damit er nicht wegrennt. So. 10. 5. Der muss noch ein bisschen ausbilden. So, ihr beide geht noch mit Holzfällen. Der eine, der übrig ist, ich hätte gerne noch eine zweite Bogenschießanlage und eine zweite Kaserne, damit wir schneller nachproduzieren können. Was machen kann er ja nicht gegen uns. Okay, 2. Der sah irgendwie gerade ein bisschen aus, als würde er in der Luft schweben. So, letzter. Armee ist relativ groß. Ich kann schnell nachproduzieren. Ich habe mega viele Ressourcen. Das sollte kein Problem werden. So, dann gehen wir mal hier rüber. Da entladen. Da entladen. So, Steuerung 1. Steuerung 2. Und dann geht ihr einfach mal mit einem Angriffsbefehl hier durch. Ihr geht mal gucken, ob ihr hier oben noch was findet. Das ist dieser Gammelbogenschütze, der die ganze Zeit schon auf die Nerven geht. Ja. Ganz so stark waren sie halt irgendwie doch nicht.
Vor allem Babylon ist nicht mal komplett gefallen. Der Turm steht noch. Ich geh mal hier ein bisschen erkunden. Häuser, 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 Häuser. Also er hat viele Häuser gebaut, aber irgendwie hat er nicht wirklich angefangen, Ressourcen abzubauen. Ja. Ich glaube, wir haben gewonnen. Schönes Ding. Den Hafen brauchen wir auch nicht mehr. Ich denke mal, wenn das Dorfzentrum kaputt ist, habe ich gewonnen. Komm. Noch nicht? Dann vielleicht, wenn der Hafen kaputt ist. Immer noch nicht. Was fehlt denn noch? Ich weiß, dass meine Felder abgeerntet sind, aber ich habe jetzt gerade nicht so Lust, die ersetzen zu gehen. Ich meine, wir haben die Ressourcen noch. Müssen nur den einen Gegner finden, der noch irgendwo am Leben ist. Wahrscheinlich hier beim Hafen oder irgendein Schiff. Das sind sogar ein paar Gegner. Dann greife ich sogar mit voller Armeestärke an. Ist zwar auch nicht mehr so viel. So. Und sobald meine Legionen an denen vorbei sind, kriegen die auch den Angriffsbefehl. Jetzt. Jetzt haben wir gewonnen. Los. Perfekt. Schönes Ding. Das war einfach. Obwohl wir den Krieg gegen die Elamiten verloren haben, gibt es einen Lichtblick. Unsere kassitischen Unterdrücker sind gefallen und ihre Dynastie wurde gestürzt. Die von ihnen aufgebaute neue Armee kann dem neuen babylonischen König dienen. Unter ihm wird es uns gelingen, Babylon zu alter Größe zurückzuführen. Tja, also muss ich sagen, das war eine gute Runde. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die ganzen Technologien schon freigeschaltet hatten. Obwohl ich hätte mich da auch unendlich lange deffen können. Egal, hat gut funktioniert, gefällt mir. Viel einfacher als die erste Kampagne das erste Szenario mit zum einen Priester. Naja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.